Wir haben Dezember 2020 und seit ungefähr einem Monat habe ich das neue MacBook Air mit Apples hauseigenem M1 Prozessor. Und alles in allem bin ich super zufrieden damit. Aber es gibt gelegentlich Apps, die doch nicht ganz so laufen, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Und drei davon möchte ich euch in diesem kurzen Video vorstellen. Los geht's! Nummer 1 Audacity. Die meisten werden Audacity kennen. Ein kostenloser Audioeditor mit gigantischem Funktionsumfang. Ich habe Audacity bislang fast täglich benutzt und sogar ganze Hörbücher damit aufgenommen. Ich zoome häufig schnell tief in die Audiodateien rein und raus. Das ging auf meinem 2012er MacBook Pro sehr flüssig mit Trackpad-Gesten. Aber auf dem M1 sieht es so aus. Die Bewegungen sind so träge, dass man kaum noch vernünftig damit arbeiten kann. Es sieht im Video gar nicht so schlimm aus, aber es hat mich wahnsinnig gemacht. Ist das auch wirklich die aktuelle Version? Keine Ahnung. Auf der Audacity-Website gibt es einen Link, Download von Audacity 2.4.2 starten. Aber die Version, die dann tatsächlich heruntergeladen wird, ist die Version 2.3.3, die ich bereits installiert habe. Aber zum Glück gibt es eine andere kostenlose Audio-Software. Ocean Audio hat zwar nicht den gleichen Funktionsumfang wie Audacity, aber dafür gibt es auch einige Aspekte, die mir besser gefallen. Allerdings muss man sich beim Umstieg andere Gesten angewöhnen. Aber das geht auch. Nummer 2. Ultimaker Cura. Wer andere Videos von mir gesehen hat, weiß, dass ich einen 3D-Drucker habe. Ein 3D-Drucker kann keine 3D-Dateien verarbeiten. Er braucht G-Code, sozusagen eine genaue Arbeitsanleitung. Die erstelle ich mit Ultimaker Cura. Ultimaker selbst sagt, dass Cura nicht auf den neuen M1-Prozessoren läuft. Das stimmt nicht mal ganz. Man kann Druckdaten vorbereiten. Wenn man sich aber eine Vorschau anzeigen lassen möchte, muss man entweder sehr lange warten oder die Vorschau zeigt gar nichts an oder Cura stürzt einfach ab. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als auf eine neue Version von Cura zu hoffen. Bis dahin muss ich wohl in Kauf nehmen, dass das Druckergebnis eventuell anders ausfällt als erwartet. Nummer 3. Reallusion Crazy Talk 8. Hier haben wir ein Programm, das wahrscheinlich kaum jemand kennt. Man kann damit Gesichter in zweidimensionalen Bildern lippensynchron animieren. Ein Beispiel habe ich oben rechts verlinkt. Um ein Gesicht zu animieren, muss man im Bild erstmal präzise definieren, was das Gesicht ist. Und genau dieser Dialog schließt sich immer plötzlich, als hätte man auf Abbrechen gedrückt. Da hilft nur, immer in kleinen Schritten Änderungen vorzunehmen und das Fenster mit OK wieder zu schließen. Und da die Software nicht weiterentwickelt wird, ist keine Lösung in Sicht. Im Gegenteil, früher oder später wird Apple die Unterstützung für Intel-Prozessoren aufgeben und dann wird es überhaupt nicht mehr laufen. Wenn man ernsthaft mit Crazy Talk arbeitet, braucht man einen Intel-Mac oder einen PC. Also, wenn ihr mit den neuen M1 Macs liebäugelt, kann ich nur sagen, es sind fantastische Geräte, aber prüft, ob auch wirklich eure Software darauf läuft. Und an dieser Stelle kommt die übliche Bitte um Likes und Subscribes und Kommentare. Bitte. Und wenn euch interessiert, wie ich mit meinen Daten auf den neuen Mac umgezogen bin, guckt euch das Video hier oben an. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.